Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Collectible. Ja, mein Name ist MovieFan1982 und wie ihr sehen könnt, handelt es sich bei der heutigen Ausgabe nicht um einen Film, ja, sondern um eine Serie und um den Ganzen noch einen draufzusetzen, um eine Zeichentrickserie. So, ja, das ist die Erstauflage der Zeichentrickserie Die Schatzinsel und das ist eine Komplettbox, das heißt, das sind, könnt ihr unten lesen, alle 26 Episoden vorhanden in diesem Digipack im Schuber. Das Ganze heißt im Englischen Treasure Island. Und so sieht die Box von der Seite aus. Sehr schön gestaltet der Schuber. So, hier oben steht halt die Schatzinsel auch nochmal drauf. Hier unten ist halt so ein schwarzer Aufdruck, das ist gewollt, das ist jetzt nicht von mir kaputt oder gemacht oder so. Und so sieht die Box von der Rückseite aus. Hier ein schönes Artwork an der Seite noch. Da seht ihr auch gleich den Stil der Zeichentrickserie. Und hier ist der Text, worum es geht. Könnt ihr an der Stelle das Video anhalten und euch in Ruhe nochmal durchlesen. Und hier seht ihr Treasure Island, 26 Episoden, wer da so mitgemacht hat. Und hier unten noch ein paar Scene-Shots aus der Zeichentrickserie. Und hier unten im Bild dann die ERN-Nummer. Das Ganze ab 6 Jahren freigegeben. Und hier noch ein paar technische Hinweise zur Serie. Und ja, wie schon erwähnt, das Ganze ist ein Digipack im Schuber. Ich hole das jetzt mal hier raus. So. Ja, zum Schuber möchte ich noch mal ganz kurz was sagen. Es gibt ja etliche Veröffentlichungen. Das Ganze ist ja hier von New KSM. Und der Schuber ist relativ dünn gehalten. Wenn ihr sehen könnt, hier leicht instabil, leicht. Aber ist doch im Gegensatz zu diversen anderen Pappschubern bei Komplettserien ja ein hochwertiger Schuber. So, das Digipack an sich sieht dann so aus, wenn man das rausgeholt hat. Hier hinten drauf steht dann nochmal ganz groß der Text, worum es in dieser Serie geht. Und hier unten sind dann halt noch ein paar Scene-Shots aus der Serie wieder. Sehr schön gestaltet. Von der Seite steht dann eben ganz groß die Schatzinsel drauf. Und hier drüben ist halt die Öffnung vom Schuber. Ach ja, und wenn ihr das Ganze rausgeholt habt, der weder auf dem Schuber noch auf dem Digipack selber sind irgendwelche FSK-Flatschen drauf. Das ist wirklich sehr schön gemacht, sehr schön gelöst. So, und wenn man den ganzen Schuber dann aufklappt, sieht das so aus. Da habt ihr hier drüben noch ein großes, schönes Artwork. Und hier auf der Seite ebenfalls sehr schön gezeichnetes Artwork. Wenn man das Ganze dann etwas weiter ausklappt, dann habt ihr hier noch ein Artwork aus der Serie. So. Dann ist hier auf der Seite nichts weiter. Dann haben wir hier drüben noch ein Artwork. Sehr schön. Und das war's zu der Seite. Jetzt muss ich das Ganze mal ein bisschen vorsichtig in eine Richtung erstmal aufklappen. So sieht das dann von innen aus, das Digipack. Hier drüben seht ihr jetzt schon, dass da ein Booklet drin ist. Das zeige ich euch gleich noch. Und hier sind dann halt die DVDs. Falls ich das noch nicht erwähnt hatte, das ist eine komplette DVD-Veröffentlichung. So, ich muss das Ganze so zart wie möglich anfassen. Ich sage euch gleich auch warum. So. Ich hoffe, man kann es auch sehr gut erkennen. Es sieht auf dem ersten Blick aus, als wenn dieses Digipack keine Backcover-Gestaltung hat. Dem ist aber nicht so. Das werde ich euch jetzt noch zeigen, nachdem ich das Booklet rausgepuzzelt habe. So, da war hier drüben noch ein Booklet drin und ein kleiner Werbeflyer. Also hier der Werbeflyer ganz normal, wie man das von etlichen New KSM-Veröffentlichungen oder so kennt. Hier steht auch nochmal die Serie, wie es hier geht, dann Turtles und so weiter, Signor Rossi und
Mila, Superstar, She-Ra und was ich was noch alles. So, das tun wir mal zur Seite und jetzt kommen wir hier zum Booklet. Das ist ein relativ knapp gehaltenes Booklet, sieht trotzdem sehr schick aus. Und da befinden sich da drin Beschreibungen zu jeder Episode, also worum es in den einzelnen Episoden geht. Wirklich sehr schön gemacht, auch mit Gestaltung. Wirklich schön. Also mir persönlich gefällt es gut, kann man nicht meckern. Ja, und dann hier nochmal ein paar Bilder aus der Serie. Das Schiff. Das kommt, soweit ich jetzt weiß, kommen auch diese Bilder im Vorspann zur Serie vor. Einige jedenfalls davon. Wirklich sehr schön gestaltet, das Booklet. Sind zwar jetzt nicht besonders viele Seiten, aber das stört mich nicht. So, und auf der Rückseite sind dann die letzten beiden Episoden mit Inhalt. Dann noch ein Artwork und wer da alles dran teilgenommen hat, gezeichnet hat und so weiter. So, das tue ich jetzt auch mal zur Seite. Und jetzt kommen wir zu dem Backcover. Also hier oben wird das dann halt reingeschoben, das Booklet. Jetzt kommen wir zu dem Backcover. Ich werde das Ganze jetzt versuchen, hoffentlich unfallfrei rauszunehmen und wieder reinzustöpseln. Ich nehme bewusst jetzt erstmal nur zwei Datenträger raus, weil das macht auch keinen Sinn, das groß ins Bild zu halten. Ihr könnt auf meiner Filmfanseite euch die Bilder dann auch angucken. Das ist kein durchgehendes Artwork. Unter jeder DVD befindet sich dann eben ein Foto aus der Serie. So. Und entschuldigt bitte, ich muss das jetzt erstmal wieder reinmachen. Sehr vorsichtig. So, das ist nämlich extrem teurer Spaß, wenn das Ganze kaputt geht. Dreistellig teurer Spaß. Für mich, ich habe das Ganze, erwähne ich dann noch, ich habe da ein sehr gutes Schnäppchen gemacht bei eBay. Aber wenn ich das jetzt nachkaufen wollte, wird es dreistellig. So. Könnt ihr nochmal sehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu dunkel jetzt im Bild. Und ihr nehmt es mir auch bitte nicht übel, wenn ich jetzt jede CD live vor der Cam jetzt wieder reinstecke. Ich habe keine Lust, da was zu zerkratzen oder kaputt zu machen. Das ist mir dann egal. Dann dauert das Video eben eine Minute länger. Aber ich habe keine Lust, 150 Euro zu schrotten. So, das ist das letzte Artwork. So, ja, also ihr habt ja gesehen, das Ganze ist nicht durchgängig. Es verbirgt sich hinter jeder DVD ein Artwork und das Ganze ist wie so eine Art gebrannte Optik, dieses gelbliche, dieses gelb-rötliche. Das Ganze ist wie Art reingebrannt, kann man sagen. So. Das war jetzt erstmal die Veröffentlichung. Ich schwitze Blut und Wasser, dass ich hier nichts kaputt mache. Das ist Ruin pur. So, ganz vorsichtig. So. Dann wird gleich warm. So, gut, alles wieder gut eingepackt. Und zwar, das Ganze hier ist die Erstauflage im Digipack. Also ja, wir kommen jetzt zum Technikteil. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt abschalten oder vorspulen oder wie auch immer. Technikteil, das Ganze kommt von New KSM, ist die Erstauflage im Digipack und die Box, die komplette Serie, diese Komplettbox wurde am 14.06.2007 veröffentlicht. Die EAN-Nummer blende ich dann noch ein. Das Ganze ist ab 6 freigegeben. Die komplette Laufzeit habe ich allerdings jetzt nur. Sind 590 Minuten und 30 Sekunden. Habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ein Schuber mit Digipack. Und darin befinden sich, habt ihr ja gesehen, 5 DVDs. 8,5 GB. Und ja, die Zweitauflage gibt es dann auch noch. Die ist in einem Keepcase Armoury. Relativ billig gehalten, so eine komplette Box. Wie das da drin aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt sehr preiswert gehalten.
Und der Unterschied zwischen den beiden, es gibt keinen. Ja. Es steht zwar dann drauf, also hier irgendwo hier so an der Seite steht dann so quer rüber bei dieser Zweitauflage Amaray Box verbesserte Bildqualität und so weiter. Das könnt ihr getrost ignorieren. Ich berufe mich da auf etliche Filmforen, wo das Ganze kommuniziert wurde und ich kann es selber jetzt nicht beurteilen, aber es wird immer wieder erwähnt, dass dieser Aufdruck sich generell auf die DVD-Edition bezieht. Also im Vergleich zur VHS ist diese DVD-Box bzw. die DVD-Version dieser Serie in verbesserter Bildqualität. Möchte ja auch sein. So, und das heißt nicht, wenn ihr jetzt die Zweitauflage holt, dass ihr dann gegenüber dieser Box eine verbesserte Bild- und Tonqualität habt. Das ist Blödsinn. So, das Booklet hat 8 Seiten und das Digipack hat noch einen Innendruck. Das heißt, unter den DVDs habe ich euch auch gezeigt. Und ja, da kommen wir mal zur besonderen Zahl, was ich vorhin erwähnt hatte. Diese Box, wie sie hier jetzt vor euch bzw. auf dem Video zu sehen ist, hat mich damals 34,90 € gekostet. Und wenn ihr das war über Amazon oder eBay, weiß ich nicht mal ganz genau. Jedenfalls war das ein sehr großes Schnäppchen für mich. Denn die Box wird Neuware, neu, das heißt in Folie eingeschweißt, beziehungsweise selbst neuwertiger Zustand, das heißt nur Folie entfernen, wirklich tadelloser Zustand. Sofortkauf geht ab 100 € rund 100 € los. Kann bis zu 150 € kosten, diese Erstauflage hier. So. Ja, jetzt werden viele sagen, ja, dann nehme ich eben die Plastik Amaray. Da kann ich euch schon befreien von den Illusionen. Gebraucht, ich rede immer nur von guten Zuständen, vom LKW gefallen oder halbwegs noch brauchbar. Wer jetzt Sammler ist, der will nicht nur Datenträger haben, die gibt es bei Rebuy, sondern richtige Sammler wollen auch eine vernünftige Auflage. Und da gehe ich von Zustand wie neu und neuwertig bzw. original verpackt aus. Und dann kostet die Zweitauflage, nur die Zweitauflage, alleine schon rund 85 € bei Amazon. Das heißt, wenn ihr vielleicht bei eBay mal Glück habt, bekommt ihr die wohlmöglich so um die 60 € mal, wenn ihr ganz großes Glück habt. Aber wie gesagt, Neupreis, in Folie eingepackt, ist das Ganze 85 € bei Amazon und es besteht die Möglichkeit bei minderwertigeren Zustand, also sprich schon Beulen und Kratzer und alles sowas, oder Kratzer auf den Datenträgern, eingerissener Pappschuber, geht der Preis natürlich extrem nach unten und da sind wir dann bei so ca. 50 €. Aber wie gesagt, wir sind ja hier keine Datenträger-Sammler, sondern Sammler unter sich, beziehungsweise wir wollen ja gerne einen tadellosen Zustand haben. Und da denke ich mal, spreche ich auch für euch mit. Ihr strebt dann auch eine vernünftige Qualität an. Ja, und da kostet das Ganze 85 €. So. Unterschiede zu dieser Zweitauflage Box gibt es demnach nicht. Das heißt, das Bildformat und so weiter, Datenträger und alles ist gleich. Ach ja, ich sehe gerade auf der Zweitauflage-Box befindet sich ein FSK 6 Aufdruck. Der ist hier unten im Bild. Das Cover ist leicht abgeändert. Also dieses Frontcover hier ist leicht abgeändert. Und da befindet sich dann dieser FSK 6 Aufdruck auf der linken Seite unten im Bild. Ansonsten inhaltlich alles gleich. So. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Wie gesagt, sehr große Hausnummer. Für mich war das ein Glücksfall für 34,90 €. Und ich hoffe, vielleicht diejenigen, die Interesse haben an dieser Serie, dass ihr auch nochmal einen Glücksgriff bekommt. Ich kann euch die Serie nur wärmstens empfehlen. Wirklich sehr schön gezeichnet. Überhaupt nicht zu vergleichen von diesem ganzen, ich lehne mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster, von diesem ganzen computergenerierten Müll, der heutzutage im Fernsehen läuft. Das ist wirklich nur Schrott. Da wird mir übel, wenn ich sowas sehe. Das hier ist gut gezeichnete Trickfilmserie und das Ganze
ist aus dem Jahr 1978. Nur mal so zur Anmerkung. Wirklich top gezeichnet. Und das, man muss sagen, das ist ein ganz eigener Stil, wenn man das so betrachtet. Und storytechnisch auch wunderbar. Ich bin sehr froh, dass ich diese Edition besitze, mein eigen nennen darf. Und ich hoffe, ihr könnt vielleicht, wenn ihr euch für diese Serie interessiert, dann auch mal ein Schnäppchen machen. Ich wünsche es euch. Ansonsten wäre das jetzt alles, was ich zu dieser Edition noch zu sagen habe. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt mir ein Däumchen nach oben, beziehungsweise schreibt mir auch ein bisschen Feedback unter dieses Video. Und die Bilder zu dieser Erstauflage-Box hier, zu dieser Serie, findet ihr wie gehabt auf meiner Filmfanseite und die technischen Details ebenfalls. Und ja, guckt euch auch meine anderen Videos an der Collectible-Reihe. Und ja, auf Facebook auch mal vorbeischauen, den Link findet ihr auch in der Beschreibung, könnt ihr mir auch ein Gefällt mir dalassen. Und ja, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was meine Filmfanseite und so weiter alles betrifft. Ich versuche das Ganze mal up to date zu halten. Ja, 16 Minuten sind überschritten. Ich würde sagen, viel Spaß. Danke, dass ihr mir dieses Video, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Videos auf meinem Kanal. Euer MovieFan1982 sagt Tschüssi.